in eure Nähe, sag ich gleich ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bisschen Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Der König, die Königin und die Prinzessin der Gemüsefamilie. Spinat, der hat viele Vitamine und... Aha. Wo sind Ludwig und Olli? Wen interessiert's? Du bist Henrys kleiner Bruder, oder? Ja, leider bin ich das. Ich bin nur ein paar Tage Gastschüler. Möchtest du vielleicht mein Freund sein? Aber gern! Willkommen an unserer schönen Schule. Falls du irgendetwas brauchst, musst du mich einfach nur fragen. Gut, dann gib mir deinen Pudding. Klar, da ist sowieso zu viel Zucker drin. Sieh dir den mal an. Er will Peter nur ausnutzen. Ja, er ist erst seit 5 Minuten da und spielt sich auf, als wäre hier der Chef. Der Chef? Ich bin hier der Chef. Hä? Der despotische Dirk? Danke, Peter. Die Kantinenstühle sind echt hart, weißt du? Ja, da gebe ich dir recht. Los, komm her! Au! Niemand benutzt mein Zwerg von Bruder als Sitzgelegenheit. Also, dir gefällt es wohl, wenn Leute auf dir sitzen? Ja, ich meine, nein. Das ist sowas von peinlich. Aber er will doch nur mein Freund sein. Ha! Ich sag dir was, wenn der despotische Dirk wieder was von dir will, was du nicht möchtest, dann... Wenn ich einen Rat von dir brauche, dann frage ich dich schon. Sei nicht so ein Waschlappen. Sag ihm, er soll sich verziehen und wieder unter seinen Stein kriechen. Hörpferdchen! Oh, hallo Dirk. Hallo Peter. Kann ich dir helfen? Ja, du darfst heute mein Torpfosten sein. Das wäre ich gern, aber ich spiele doch jetzt gerade mit meinen Freunden. Das war keine Frage, sondern ein Auftrag. Du darfst heute mein Torpfosten sein. Na, was sagst du, Peterlein? Verzieh dich unter deinen Stein und kriech, bitte. Holt mich raus! Holt mich hier raus! Na sowas, das ist neu. Hast du irgendwas verloren? Ich muss gestolpert sein. Das war der gemeine Dirk. Ich hab doch gesagt, dass du dich wehren sollst. Hab ich gemacht und das ist dabei rausgekommen. Dagegen müssen wir irgendwas unternehmen. Denn sonst ruinierst du mir noch meinen Ruf. Es wird Zeit, dich etwas abzuhärten, Peter. Schneller, du Waschlappen! Die Knie höher! Mir ist kalt und ich bin müde. Keine Ausreden! Schneller! Ausgerutscht. Also, Peter, das ist der fiese Dirk. Für mich
mich sieht das wie ein alter Sack aus. Oh, hör zu, greif ihn einfach an. Du bist Peter der Rächer, okay? Gut. Oh, das wird nicht leicht werden. Hilfe! Ich völlig durchweich. Ja, ein Weichling warst du vorher schon. Na los, Soldat! Hoch mit dir, du nutzloser Zwerg! Kletter da auf! Gut so! Höher! Das darf doch nicht wahr sein. Hilfe! Okay, Peter, brüll mal laut. Lauter! Attacke! So. Oh, dem hast du es echt gezeigt. Okay, Peter, auf mein Kommando. Jetzt ein Wolf im Schafspelz. Peter, das Kraftpaket. Fest entschlossen, den Kerl fertig zu machen. Los, Peter, los! Es tut mir leid. Ich kann das einfach nicht. Wieso schleppst du eigentlich dauernd dieses blöde Ding mit dir rum? Lass bloß mein Häschen in Ruhe! Das ist es! Genau! Du bist eine alte Heulsuse und ein stinkender Windelhosenpupser! Gib mein Häschen her! Windelpupser! Gib mein Häschen her! Oder ich reiß dir den Kopf ab und spiel damit Fußball! Du nervende Neandertal-Kaulquappe! Hoppla. Das war sehr gut! Ich hoffe, heute gibt's Brokkoli. Ich auch! Verschwinde, Kleiner. Also, Peter, heute will ich, dass du meinen Schulranzen trägst, meine Hausaufgaben machst, mir eine Krankmeldung schreibst und diesen albernen Hut trägst. Geht das klar? Dachte ich mir. Du bist wirklich ein guter Freund, Peter. Danke. Danke was? Danke, mein Herr. Na, wenn das nicht der despotische Dirk ist. Du hast doch nichts dagegen, dass ich deinen Bruder als Sitz benutze. Nein, nur zu. Wieso soll ich jemanden verteidigen, der das hier mit sich rumträgt? Hey, seht euch das an, Leute. Ein kuscheliges Schmusehäschen. Was hast du gesagt? Oh, du willst lieber mit Peterlein spielen? Was ist denn? Peters Kopf läuft ganz rot an. Hä? Gib sofort mein Häschen her! Nicht an den Haaren! Au! Das tut sicher weh. Au! Na, Kinder. Peter! Nein.
Aber was machst du denn da mit dem Löffel? Tja, eins muss ich dir lassen, du Zwerg. Zum allerersten Mal in deinem Leben hast du mich richtig beeindruckt. Danke, Henry. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nett zu dir bin. Und vergiss nicht, mach dich nie mehr wieder über Peters Häschen lustig. Nein!